Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 138. Eichkugelwanderung am Donnerstag, dem 6. August 2020. Ich bin nicht am Eichhorn, aber ich stehe auch nicht auf einer Insel mitten in der Donau. Ich sitze nicht auf der Fischerbastei und schaue hinunter auf die ungarische Hauptstadt. Und ich marschiere auch nicht durch die ungarische Tiefebene. Nein, vor mir ist nicht die Donau, sondern der Kamm. Und ich bin wieder einmal auf einer Dienstfahrt in Gas am Kamm. Eine Probe heute Abend. Morgen gibt es eine Ballettpremiere bei unseren musikalisch-literarischen Freitagen. Davon aber berichte ich Ihnen morgen mehr. Und vielleicht übermorgen. Heute gehe ich aus einem denkwürdigen Anlass heraus den Kreuzweg auf die Burg hinauf und sinniere ein bisschen über die menschliche Schwäche, Aggression auszuleben in furchtbaren Kriegen. Hinter mir sehen Sie das Kriegerdenkmal für die Toten der beiden Weltkriege, 14 bis 18, 39 bis 45. Und wenn ich ein paar Schritte weitergehe, dann komme ich hier zu einem Bildstock aus dem Jahre 1646, also das drittletzte Jahr des 30-jährigen Krieges. Eine ganze Generation hat man in Europa einen Glaubenskrieg geführt mit unsäglichem Leid und Verderben. Und so kommt natürlich dann auch ins Bewusstsein, dass heute, vor 75 Jahren, der Krieg sein Bild noch einmal geändert hat, indem er nicht nur zur individuellen Bedrohung geworden ist, sondern zur existenziellen Bedrohung des ganzen Planeten. Die Atombombe, die erste Atombombe, wurde heute vor 75 Jahren abgeworfen. In diesem Sinne gehe ich jetzt sinnierend den Kreuzweg zur Burg hinauf und wünsche Ihnen einen besinnlichen Donnerstagnachmittag. Bis morgen.